Kapitel 3 Arktika, das Land des Eises. Als ich am nächsten Tag wach wurde und aufs Deck ging, war Shanux bereits wieder dort. Er hatte den Antrieb abgestellt und navigierte unser Schiff gerade in Richtung des Eiskontinents. Auch da ich auf diesem Schiff nichts anderes zu tun hatte, gesellte ich mich zu ihm. Wie weit sind wir in der Zeit, in der ich geschlafen habe, gekommen? Genau weiß ich selber nicht. Ich denke, da es in der Nacht noch relativ windig geworden ist, haben wir inzwischen etwa 250 Kilometer geschafft. Wirklich? Dann könnten wir, wenn alles gut läuft, ja heute schon ankommen. Ich ging wieder unter Deck, um etwas aus der Vorratskammer zu holen, während Shanux am Steuer blieb. Das Wetter meinte es gut mit uns, weshalb wir es tatsächlich schafften, innerhalb kurzer Zeit eine große Strecke zurückzulegen. Nach einigen Stunden bemerkte ich, wie der Wind und die Luft immer kälter wurden. Auch Shanux begann am Steuerrad zu frösteln. Es war ein eindeutiges Zeichen, dass wir inzwischen im arktischen Meer angekommen waren. Die Küste des Eiskontinents, Arktika, lag nicht mehr weit von uns entfernt. Mir wurde es schnell deutlich zu kalt und ich verließ das Deck wieder. Dieses Mal folgte mir Shanux bereits nach kurzer Zeit. Wir aktivierten den Antrieb und setzten uns vor den Heizofen, um uns wieder etwas aufzuwärmen. Es ist wirklich unfassbar, wie anders es hier ist. Wir können froh sein, dass wir im Sommer gekommen sind. Ich möchte gar nicht erst wissen, wie kalt es hier im Winter werden kann. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Selbst im kältesten Winter bleibt es in Schmuckstadt noch einige Grade über dem, was wir hier jetzt schon haben. Wir können überhaupt Pokémon leben. Naja, die Pokémon, die hier leben, sind anders als wir an diese Kälte eben gewöhnt. Aber es gibt auch nur sehr wenige Pokémon auf dem Kontinent. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Es gibt eigentlich nur zwei Dörfer, in denen Pokémon leben. Wir werden an der Westküste anlegen und dort befindet sich auch direkt ein Dorf. Außerdem ist die Ostküste sehr steil, sodass wir dort gar nicht wirklich anlegen können. Wir können nur hoffen, dass sich das Pokémon, das wir suchen, bereits im Westdorf befindet. Ansonsten werden wir noch hoffen, wieder aufs Oberdeck zu dürfen. Das andere Dorf liegt direkt an der Ostküste, somit müssten wir den gesamten Kontinent überqueren. Diese Aussichten waren für mich alles andere als erfreulich. Sollten wir im Westdorf nicht fündig werden, dann müssten wir in die Eiswüste reisen. Das war bereits an sich eine große Herausforderung für alle, die Kälte nicht gewohnt waren. Aber als Pflanzen-Pokémon war es gleich noch eine Stufe schlimmer. Ich begann damit, uns für diesen schlimmen Fall eine sinnvolle Ausrüstung zusammenzustellen. Da wir kein Zelt oder sonstiges mitgenommen hatten, mussten wir improvisieren. Shanux wollte auch noch einmal sicher gehen, dass wir gut vorbereitet waren. Eine Frage, Bulbi, hat dir die Stimme in deinem Traum wirklich keinen Hinweis gegeben, wen genau wir suchen? Das würde uns alles deutlich vereinfachen. Es wäre schön, aber leider nein. Sie sagte nur, alle Pokémon würden sich zu erkennen geben, daher werden sie wohl von unserer Anreise wissen. Und was, wenn sie nicht wissen, dass wir es sind, die nach ihnen suchen? Wieso sollten sie sich zeigen, ohne zu wissen, dass wir überhaupt da sind? Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es wirkt alles so gut von den Pokémon aus der anderen Welt durchdacht. Eigentlich muss es daran ja auch gedacht haben. Ich glaube, dass es alles von vorne bis hinten durchgeplant hat. Vermutlich wird unser erstes Teammitglied schon an der Küste auf uns warten, egal wo er oder sie eigentlich wohnt. Naja, hoffen wir es. Es dauerte nicht mehr lange. Da kam in der Ferne die Küste von Arktika zum Vorschein. Es war inzwischen noch einige Grade kälter geworden als vorher. Wir warfen einen letzten Blick auf unsere Ausrüstung, die leider mehr als unzureichend war. Das einzige Sinnvolle, was ich noch gefunden hatte, waren zwei Schals, die uns anscheinend die Molung eingepackt hatten. Somit hatten wir wenigstens irgendetwas gegen die Kälte, auch wenn es natürlich nicht ausreichen würde. Wir mussten einfach hoffen, dass wir im Westdorf fündig werden würden. Ansonsten müssten wir improvisieren. Als wir an der Küste anlegten, wartete dort tatsächlich schon ein Pokémon auf uns. Leider stellte sich schnell heraus, dass es nicht unser neues Teammitglied war, sondern der Älteste des Dorfes, der uns sehr warm empfing. So warm, wie das Meer es war. Wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Wenn ihr keinen guten Grund für eure Ankunft habt, dann verschwindet wieder. Wir wollen hier keine Besucher. Das überaus freundliche Pokémon, das uns empfing, war deutlich größer, als wir es waren. Es hatte zwei riesige Stoßzähne und eine weiße Mähne. Ein Walreiser. Wir haben einen Grund zu kommen. Freiwillig würde ich mich jedenfalls nicht in so ein Gebiet begeben. Wir suchen ein Pokémon, dem gesagt wurde, es sollte uns auf unserer Reise begleiten.
Und ihr denkt wirklich, dass ich euch sowas abkaufe. Ihr sucht ein Pokémon, den jemand in eurem Traum gesagt haben soll, dass es zwei Kinder auf einer Reise begleiten soll. Das ist das Bescheuertste, was ich bisher gehört habe. Und warum? Es gibt genug unfassbare Dinge in dieser Welt. Wenn du uns nichts glaubst, dann lass uns einfach unserer Wege ziehen und es suchen. Ich weiß nicht, weshalb ihr hier seid oder warum ihr mich anlügt, aber damit könnte ich leben. Ihr habt ohnehin nicht die Kraft, irgendwas hier anzurichten. Somit konnten wir zumindest auf die Suche gehen, auch wenn wir keine Hilfe in diesem Dorf bekommen konnten. Es hatte mich schon beunruhigt, dass das Pokémon, das wir suchten, uns anscheinend nicht erwartet hatte. Wir gingen im gesamten Dorf herum und fragten jeden dort, ob er einen Traum gehabt hätte, doch niemand konnte uns etwas dazu sagen. Die meisten schienen uns ohnehin für durchgeknallt zu halten. Aber sie alle würden die Wahrheit erfahren. Wir würden ihnen beweisen, zu was wir fähig waren, sobald wir unser Team versammelt hatten. Dazu müssten wir wohl erst einmal die Eiswüste durchqueren. Selbst das letzte Pokémon im Westdorf wusste von nichts. Somit musste das Pokémon, das wir suchten, im Ostdorf leben. Eine andere Möglichkeit gab es offensichtlich nicht mehr. Shinnok erkannte dies auch. Also müssen wir wohl durch die Eiswüste, sehe ich das richtig? Ich verstehe gut, dass du nicht durch willst. Ich auch nicht, aber wir müssen. Wenn wir wenigstens wüssten, wie lang die Reise wird. Wenn wir normal vorankommen, dann brauchen wir ungefähr 4,5 Tage und noch einmal gleich lang zurück. Ich war etwas erstaunt. Okay, woher weißt du das alles auf einmal so genau? Ich hatte ursprünglich nur kurz auf der Schifffahrt die Route nachgelesen und bin dabei über einige wichtige Fakten gestolpert. Und am Ende hat es darin geendet, dass ich eigentlich alles über den Kontinent und auch immer die anderen später noch nachgeschlagen habe. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht genau wieso, aber das Recherchieren hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Ich habe auf der Reise wohl einen Wissenschaftler in mir entdeckt. Es beruhigte mich zwar zu hören, dass zumindest einer von uns sehr gut vorbereitet war, jedoch änderte das nichts an der Tatsache, dass wir unsere Reise durch die Eiswüste antreten mussten, auch wenn ich nicht wusste, wie wir es schaffen sollten. Trotzdem begann ich unsere Reise motiviert. Ich hatte mich zumindest ein wenig an die Kälte gewöhnt, somit war es anfangs schon beinahe erträglich. Der Schnee war ebenfalls nicht tief, sodass man sich gut fortbewegen konnte. Ich dachte anfangs auch, dass wir keine Pokémon auf unserer Expedition treffen würden, doch einem begegneten wir tatsächlich. Von seinem Verhalten her ging ich davon aus, dass es mit dem Dorfältesten vom Westdorf befreundet sein musste. Wir waren erst wenige Stunden getrabt, als uns das merkwürdige Pokémon entgegenkam. Nicht gelaufen, sondern gerollt. Es war ein Seemops, das nicht gut auf seine Umgebung achtete. Als er angerollt kam, schien er uns gar nicht zu bemerken und rammte mich beinahe, wenn ich nicht ausgewichen wäre. Hey, pass doch auf, du hättest mich fast getroffen. Sich zu entschuldigen hielt er ebenfalls nicht für nötig. Aus dem Weg, ich bin in Eile. Nach dieser unliebsamen Begegnung war ich sogar froh, keinen weiteren Pokémon zu begegnen. Ich hoffte während unserer Reise wirklich, dass die Bewohner des Ostdorfes freundlicher waren als die Pokémon, die wir bisher getroffen hatten. Wir mussten dort schließlich ein Teammitglied finden und hoffentlich auch für zumindest einen Tag Unterschlupf finden. Nach einer langen Reise durch diese Eiswüste würden wir es nie im Leben, ohne uns zu erholen, noch ein zweites Mal schaffen, sie zu durchqueren. Wir reisten zunächst einige Stunden, bevor es begann dunkel zu werden. Wir wussten, wir könnten bei Nacht nur schwer weiterreisen, da es keine Form von Lichtquellen gab und es somit außer dem Schimmer der Sterne allgemein kein Licht gäbe. Zudem würden die Temperaturen noch einmal um ein paar Grade sinken, deswegen entschieden wir uns zu lagern. Heute sind wir genug gereist, wir sollten hier unser Lager aufschlagen. Okay, damit bin ich einverstanden. Aber hast du eine Idee, wie man ein Igloo baut, damit wir uns warm halten können? Diese Frage warf meinen Plan durcheinander, da ich ehrlich gesagt gehofft hatte, Shinnok würde es nach seiner Recherche bereits wissen. Schön wär's. Eigentlich hatte ich gehofft, du wüsstest es schon. Was machen wir dann? Es wird viel zu kalt ohne Unterschlupf. Wir beide überlegten, als Shinnok eine Idee kam. Warte, du hattest doch einige Astarzweige eingepackt, für den Fall, dass wir wilden Pokémon begegnen, oder? Ja, schon, aber wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Es wäre zwar nicht gerade der normale Verwendungszweck, aber ich könnte uns mithilfe von einem Donnerblitz zumindest ein Lagerfeuer machen.
Damit könnten wir uns wenigstens irgendwie aufwärmen. Das wäre doch besser als nichts, meinst du nicht? Ich hatte die Zweige zwar zu einem anderen Zweck eingepackt, doch ich wusste, dass wir kaum eine Wahl hatten, wenn wir nicht erfrieren wollten. Ich nahm ein paar der Zweige, die anderen wollte ich mir für die anderen die anderen Nächte aufheben. Und mit einem Blitz begannen sie zu glühen. Es war zwar kein wirkliches Lagerfeuer, aber es strahlte Wärme aus und das war nun einmal das Wichtigste. Trotzdem fiel es mir schwer zu schlafen. Es musste etwa eine Stunde vergangen sein, seit ich mich hingelegt hatte, als ich eine Stimme hörte. Bulbi, bist du noch wach? Ja, kannst du auch so schlecht schlafen? Doch, klar, ich schlaf ja schon. Sehr lustig. Ist irgendwas, wegen dem du gefragt hast, ob ich wach bin? Ja, mach mal die Augen auf. Ich wusste nicht, worauf Shinux genau hinausgewollt hatte, doch als ich meine Augen öffnete, sah ich es. Inzwischen war es völlig dunkel geworden. Und somit zeigte die Natur, dass ich Unrecht hatte. Auch dieser Ort wurde nachts erstrahlt, von den Polarlichtern am Himmel. Wow, Polarlichter, ich dachte, so etwas gäbe es nur in Legenden. Es gibt draußen in der Welt, außerhalb unserer Region, so viele Dinge, die wir nur für Mythen halten. Und wir werden auf unserer Reise noch so viele davon sehen. Es kehrte für einen Moment Stille ein. Ich dachte über etwas nach. Shinux fiel dies auch auf. Ist irgendwas, Dwick, so abwesend? Ja, also... Ich weiß irgendwie langsam immer weniger, ob es wirklich klug war, uns auf die Reise zu machen. Was, wenn ich alles wirklich nur geträumt habe und wir jetzt ganz umsonst sind? Und dein Traum hat dir nebenbei noch ein Buch und ein magisches Foto in die Hand gedrückt? Nein, es war kein Traum. Wir sind jetzt ein Teil von etwas Größerem geworden. Ja, aber wir sind auch ein Teil von etwas Gefährlichem geworden. Wir beide sind nicht stark. Unsere erste Prüfung ist bereits an das ist bereits das Überleben in den endlosen Weiten einer Eiswüste. Ich glaube kaum, dass wir stark genug hierfür sind. Wer weiß, ob wir überhaupt wieder aus dieser Landschaft hier wegkommen. Vielleicht wird unser Abenteuer hier schon ein Ende finden. Und wenn nicht, wenn Raum und Zeit kollidieren, sind wir sowieso am Ende. Vergiss nicht, unsere Fehler werden auf dieser Reise bestraft. Und der größte Fehler ist es, an unserem Erfolg zu zweifeln. Es muss ja auch einen Grund geben, warum wir beide für diese Reise ausgewählt wurden. Ich wusste zwar, dass er recht hatte, doch trotzdem war ich immer noch unsicher. Doch zumindest schaffte ich es nun einzuschlafen.